So, den kann ich jetzt zum Schwertkämpfer machen. Kaserne verlassen. Jo. So, du hast die Warenmenge hergestellt. Gut. Das heißt, du gehst wieder Steine kloppen. So. Tisch lasst mal wieder. Oh, du holst Schuhe. Ah. Du holst was? Gold. Gut. Oh nein, hier wird wirklich nichts mehr aufgebaut. Ich konzentriere mich darauf, zum Tempel zu kommen. Wahrscheinlich den Donnerturm im Weg einzureißen und dann den Tempel einzureißen. Wenn ich nicht noch mehr Donnertürme finden sollte. Oh, er holt jetzt die Eisenrüstung. Oh, das Schwert ist schon da. Gut. Holzfäller. Jo, du suchst Gold. Also ja, man merkt, Schwertkämpfer haben sehr hohe Angriffsstärke und sehr hohe Verteidigung gegen Gegensatz zum Bogenschützen, aber die haben halt Fernkampf und dadurch Erstschlag. Oh, du bist hungrig, da dann geh was essen. Naja, stellen wir Bier mal auf Maximum. Ah, mit Steuerung kann ich 10er Schritte machen. Dann geht's schneller. So, jetzt wird er hier halt immer Bier abholen, damit unser Bierbrauer nicht mehr ständig da runterlatschen muss. Wenn halt beide Lager voll sind, dann kann nichts mehr gemacht werden. So, jetzt brauchen wir nur noch Gold. Du holst wahrscheinlich jetzt Bier, oder? Ja. Also ja, wie wir sehen, Gold reicht massig aus. Wir haben sogar noch genug Goldnuggets übrig, um noch mehr Gold zu machen. Aber ich denke, unsere Armee ist dann demnächst groß genug. Ja, 31 Mann, das dürfte reichen. Wir müssen halt gucken, dass wir sie immer, wenn sie zu stark verletzt sind, aus der Schusslinie holen. Oh, es wird Gold schon wieder hier eingelagert.
Jawohl, Gold kommt. Und ja, hier liegen Lehm, Stein und alles Mögliche rum. Sogar jede Menge Nahrung. So, es fehlen noch zwei Goldbarren und dann können wir loslegen. Vorstaut, ja. Vorstaut. Na, euer Bier ist schon bei 90 unten, ha? Jo. Gut. Interessanter Bierverbrauch. Ja, wir haben nur noch drei Speere und Bier. Du bist der Goldschmied, du bringst Gold. Du holst Gold, ja, du holst Gold und du holst auch Gold, gut. Ja, stimmt, ja, stimmt. Und da können wir den Schwertkämpfer fertig machen. Jo. Und haben jetzt unsere Armee. Dich noch trainieren. Und dann speichern wir erstmal, sicherheitshalber. Also nein, es gibt keinen Cut. Ja, stimmt. Sondern wir speichern, damit wir sicher sein können, dass unsere Armee groß genug ist. Oh, wir lagern schon Eisenwerkzeuge ein. Ja, ist eigentlich auch nicht schlimm. Holen sich die Leute eigentlich wenigstens Eisenwerkzeug? Ja, holen sie, sehr schön. Die Dummen. Ja, stimmt. So, Armee ist bereit. Ja, stimmt. Ja, Leute schlafen. Ach, auch nicht so schlimm. Haben ausgeschlafen. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Okay, lassen wir die mal ein bisschen pennen. Ja, will. Ja. Na? Hat noch keiner Lust zu schießen? Dann geben wir einfach einen Schießbefehl. So, und dann gehen wir weiter. Okay, wir können hier rein. Wir können aber auch, glaube ich, hier oben rum.
Ah, hier sind einzelne Grenzwächter irgendwie. Und da ist das nördliche Eingang, den ich gesucht habe. So, dann warten wir mal, bis alle langsam näher kommen. Du fällst da ruhig Bäume, gut. Unsere kleine Armee nähert sich langsam. Mal sehen, ob wir sie wieder wie das letzte Mal provozieren können, dass sie angreifen. Also dann den Schutz ihres Lagers verlassen und uns angreifen. Oder ob wir... den Erstschlag machen müssen. Mir sieht es dann auch aus, als ob wir den Erstschlag machen müssen. Ja, zwischendurch wollen sie mal schlafen. Da sollten wir warten, bis die wieder aufgestanden sind, die gerade schlafen. Immer noch kein Zeichen von Aggressivität. Jetzt kommen sie aber. Oh, es kommen schon ein paar. Jetzt kommen sie. Oder? Ja, will. Ja. Ja, will. Haben wir gerade keine Lust. Okay, du stehst mir zu weit vorne in der Schusslinie und kommst nicht mehr weg. Gut, wir haben einen verloren. Das heißt, wir machen jetzt Massenkarambolage hier. Okay, zwei sind gestorben. Können wir mitleben. Wir müssen eh nur den Tempel zerstören. Jawohl. Yay. Einmal mehr schenkte uns Thor einen glorreichen Sieg. Die Wienländer, die ihr Heiligtum verteidigen wollten, leisteten uns heftigen Widerstand. Ihre Pfeile schwirrten wie Hornissenschwärme durch die Luft und trafen so manchen tapferen Krieger. Auch mit ihren Beilen rissen sie manch eine tiefe Wunde. Doch am Ende hatten sie dem Mut und der Kraft unserer tapferen Kämpfer nichts entgegenzusetzen. Meinem Vater und seinen Leuten gelang es bald, zum Tempel vorzudringen und den fünften Sonnenstein zu erobern. Ja. Sieg, wir können zurück zum Hauptmenü.